Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Wir haben mittlerweile hier den... Scheiße. Ja. Die letzte Kugel repariert. Und jetzt bricht hier tatsächlich alles zusammen. Das ist ja gar nicht mal so schön. Schaffen wir das hier rüber zu fliegen? Muss ja. Gerade so. Kommen wir jetzt hier raus? Was zum Teufel war das alles? Es sollte doch jetzt besser sein, nicht schlimmer. Emily weiß weiter. Hoffe ich. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken. Dann komm, dann... Pyramide. Dann schauen wir mal nach Pope. Ja, nett. Sollten wir jetzt ja schaffen, oder? Wir könnten sogar hier noch zwischenlanden, aber es bringt halt nichts. Gut, dann würde ich gerne mal... Oh. Ihr seid gar nicht mehr so fit. Fähigkeiten. Ja, Schweben ausleveln. Den Schild benutze ich ja nicht. Dann reicht es gerade nicht, das hier noch mitzunehmen. Und vielleicht kriegen wir doch einen, wenn wir es mit Emily reden. Wer weiß. Oh. Was hast du getan? Was löst diese Beben aus? Ich dachte, du wüsstest das. Die vier Rituale wurden durchgeführt, wie der Rat gesagt hat. Der Astralriss sollte geschlossen sein. Er ist geschlossen. Der Nagel ist repariert. Doch wir haben ein neues Problem. Meiner Analyse des Nagels zufolge ist er buchstäblich Teil der Astralebene. Oder ein Gefäß, das die Astralebene umschließt. Oder beides. Wie dem auch sei, momentan vibrieren beide Dimensionen auf völlig inkompatiblen Frequenzen. Die erzeugte dimensionale Reibung sprengt alle Berechnungen. Sie wird alle beiden Ebenen zerstören. Ich habe Mist gebaut. Vielleicht hat Marshall den Nagel zurecht zerstört. Ich hätte ihn nicht reparieren sollen. Dann würde sich die Astralebene weiter hereinschieben. Manchmal gibt es keine richtige Antwort, Jesse. Wir brauchen mehr Infos. Nein. Ich muss was tun. Sofort. Ich muss... Mir fällt schon was ein. Wir brauchen wirklich einen Plan. Die Beben entstehen direkt unter uns, aber wir wissen nicht, was genau... Perfekt. Ich gehe runter und kümmere mich um die Lage. Du tust hier, was du kannst. Jesse, du kannst nicht... Ich muss, Emily! Ich bin die Direktorin. Das ist mein Job. Okay. Siehst du? Ich habe doch gesagt, wir sterben hier unten. Behördenforscher sind nicht panisch, Dr. Saba. Überwachen Sie diese Beben und beschaffen Sie belastbare Daten. Wenn du nicht auf mich hören willst, dann überlege, wie du es aufhältst. Wer weiß, was passiert, wenn diese Vibrationen eskalieren. Gut. Wir sehen uns, Emily. Nichts Neues? Viel Glück. Mach Notizen. Das ist ja nichts Neues. Hast du eigentlich noch irgendwas? Nö. Na gut, ich glaube, dann geht's hier runter. Ich weiß nicht, was ich tue. Das war nur die Spitze des Nagels? Wie viel tiefer geht denn das Fundament? Wer weiß.
Was haben wir hier? Eintrittstag plus 118. Eintrittstag plus 118. Ich bin verändert. Doch weiß ich nicht wie oder warum. Ich brauche kein Werkzeug, um die Adern des Hauses zu erkennen oder das Atmen zu hören. Ich fühle, wie sein Blut unter meinen Füßen brodelt. Meine eigenen Zeichnungen zieren die Wände. Ich will ein Rätsel lösen, das das älteste Haus mir zuflüstert. Ich muss den Id aus dem Weg gehen. Sie jagen mich. Nicht ihre Schuld. Sie befolgen lediglich die Befehle der Säule. Sogar der arme Adam scheint mich nicht mehr zu erkennen. Ich habe lange Zeit den eingeritzten Baum und seine Wurzeln betrachtet. Kaum zu glauben, diese Stadt war mal ein Wald. Ob unser ältestes Haus damals wohl ein anderes Gesicht trug? Oder war es schon immer hier? Ein Bürogebäude des 21. Jahrhunderts, seit Anbeginn der Zeit? Kann ein Ort die Zukunft kennen? Kann er sich verwandeln? Kann er wandern? Ich dachte immer, die esoterische Welt gehöre meinem Vater, nicht mir. Doch hier, an diesem heiligen Ort, verstehe ich nun endlich seine Hingabe, seine Ehrfurcht. Okay, ich sehe gerade, wir haben noch eine Hotline. Okay, also angeblich könnt ihr nichts machen. Ich bin verändert. Noch weiß ich nicht wie oder warum. Ich brauche kein Werkzeug, um die Adern des Hauses zu öffnen. Okay. Unterer Knotenpunkt. Es wächst hier wieder Zeug. Die Schuppenwuchel überziehen mich dicht. Fast als wollten sie mich aufhalten. Ja. Aber wir kommen ja hier dann einigermaßen durch. Au, tut ja richtig weh. Na dann. Nach der Explosion fliehen. Doch der Astralstachel kam aus dem Nichts. Ich entkam, aber mein HRV war beschädigt. Ich verwette mein Jahresgehalt, dass das der Rat war. Wir waren uns nie einig. Er hat zu viel Kontrolle. Über Trench, die Behörde, das Haus. Er mischt sich in alle wichtigen Prozesse ein. Aber ein bisschen C4 löst alle Probleme. Zwei Fliegen mit einer Bombe. Gott, was für ein Chaos. Doch ich habe das Zischen aufgehalten. Wenn Faden auch erfolgreich war, ist die Behörde erstmal sicher. Bis zum nächsten Mal. Jesse hat jeden Grund, die Behörde zu hassen. Aber vielleicht brauchen wir das jetzt. Sie wird nicht demselben Pfad folgen. Nicht in dieselben Fallen tappen. Sie findet ihren Weg. Also, Direktorin Faden, hier ist die letzte Lektion. Sie können nicht alle retten. Wahrscheinlich. HRV beschädigt. Es war der Raum. Wahrscheinlich können wir das nicht. Den Nagel zerstörte. Griff der Rat sie an. Das gefällt mir gar nicht. Push. Einmal aus dem Weg hier bitte.
Okay, hier können wir nochmal speichern. Was haben wir hier noch? Ah ja. Stärkung und noch ein Tonband. Niemand sonst hört das Haus. Ihre Ohren sind verstopft von Lügen. Uns wurde der Weg hineingezeigt, damit wir helfen. Doch wir sind demselben Parasiten anheimgefallen. Ich hatte das Netz nicht erkannt. Die Fäden zwischen Northmoor, der Säule, der Waffe, den Id. Doch welche Hoffnung hatten wir? In diesem Konflikt, der unseren Verstand überstieg. Ich möchte wieder zur Behörde in den oberen Stockwerken. Meine lange Abwesenheit im Fundament beenden. Northmoor wird wegen meines Ungehorsams wütend sein. So ist er normal. Ist mir egal. Ich muss im Ältestenhaus bleiben, um zu helfen, wo ich kann. Ich bezweifle, dass ich die Behörde wieder auf Kurs bringen kann. Doch ich muss es versuchen. Wie konnte ich so lange leben, ohne ein Ziel, ohne Hingabe? Ich weiß kaum noch, wie sich das anfühlt. Mir ist bewusst, wie dankbar ich Vater sein muss, dass er mich auf diesen Pfad geführt hat. Wenn ich es ihm nur sagen könnte. Ja, immerhin. So, warte, dann will ich aber erstmal speichern. Direktorin Faden hier. Ich brauche einen Ranger an meinem Standort. Okay. Marshall? Sie leben. Bald erkennst du uns oder dich oder ihn oder sie oder die anderen nicht mehr. Familie ist tot und Mauern eingerissen, doch die Gelb und Rot erscheinen. Verdammt! Der Spiegel dreht es herum, macht es richtig. Ihr Wichser, nehmt euch alles! Das werdet ihr nicht bekommen! Sonst war es schon immer das so. So, okay. Das ist hier schon mal ganz gut. Erwidere Feuer! Attacke von der Seite! Zischer. Deckst du mich noch gerade ein bisschen? Danke. Flankieren! Machen los! So, dann hilf mir mal bitte. Du auch. Schade. Da ist sie wieder. Autsch. So, das hat's gelohnt. Autsch. Autsch, 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 Autsch. Mal bitte. Auch hier, wie gesagt, Madame steckt halt leider viel zu wenig ein. Was? Keine Munition mehr? Ja?
wir es wieder hochstellen. Ist jetzt zur ist geworden. So, dann hätte ich gerne Verstärkung, bitte. Schön auf den Marshall draufhauen. Hallo, Explosionen. Das ist eigentlich mein Zischer. Achso, wahrscheinlich ist Marshall hinter mir gespawnt oder so. Auch echt nicht gut zu erkennen, um sie zu gehen. Ach, Mädel. Weiterfliegen. Oh, wir haben es gleich. Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte. Der Nagel ist korrumpiert. Das erklärt, warum der Rat nicht geantwortet hat, was wiederum die Beben erzeugt hat. Sie kam hier runter, um das zu verhindern. Ich hätte mitkommen sollen. Ich hätte sie retten können. Aber ich kann auch alle anderen retten. Hm. Wer weiß. Aber gut, Marshall ist erledigt, wie es scheint. Dann schauen wir mal. Ihr könnt mich mal. Oh, aber natürlich doch. Ich spiele das brave Mädchen. Sie müssen noch nicht wissen, dass ich ihnen auf der Spur bin. Wenigstens noch nicht. Okay. Dann, na, nicht kartografierter Bereich. Ordnung. Hey, da oben ist noch Leben. Dann können wir zurück und Emily dann Bescheid sagen, dass wir das einigermaßen erfolgreich erledigt haben. Wenn ich den Weg zurück wiederfinden würde. Da. Oder? Nee. Theoretisch müsste es echt der Gang gewesen sein. Ach nee, hier und der ist jetzt aber verschütt gegangen. Also nichts mit Schnellreisen. Schade. Na gut, dann schaffen wir uns hier nochmal raus. Der Nagel ist sicher. Das Tischen kommt nicht dran.
Ich kann den Astralriss im Fundament nicht ungeschehen machen, aber er ist geschlossen. Und die Beben haben aufgehört. Du hast es geschafft. Hast du Marshall eigentlich gefunden? Hab ich. Sie ist tot. Sie starb in dem Glauben, die Behörde zu retten. Kein schlechter Tod. Ich war nicht bereit für diese Krise. Hab sie nicht mal kommen sehen. Ich verspreche, das nächste Mal bin ich bereit. Was taugt schon eine Direktorin, die ihre Behörde nicht im Griff hat? Ja, genau. Damit wären wir dann tatsächlich auch gerade jetzt fertig. Hat der DLC ja sicher doch noch gelohnt. Hat mir tatsächlich sogar besser gefallen als der mit Alan Wake. Weil das halt irgendwie mal so kurz nur angesprochen wurde. Ich wüsste als Direktorin jetzt, wie man die Dinge schaukelt. Aber so einfach ist es nicht. Ich muss der Behörde eine Richtung vorgeben. Sie muss unseren Zielen dienen, nicht denen des Rates, was auch immer die sind. Ich muss meinen Weg gehen. Ja, genau. Ich dachte gerade, Marshall wird da stehen. Ja. Dann gucken wir gerade, ob Emily noch was zu sagen hat. Da diese Nagelgeschichte erledigt ist, sollte ich wohl zurück in die Geschäftsleitung. Oder ich stöbere noch ein bisschen herum. Nur ein bisschen. Hat der Nagel irgendwie reagiert, seit wir ihn repariert haben? Definiere Aktivitäten. Irgendwas Ungewöhnliches? Definiere Ungewöhnliches. Emily. Sorry, aber die Antwort lautet absolut. Seit er repariert wurde, erzeugt der Nagel ein konstantes Feld aus, einer Art schwacher Strahlung. Sie scheint jegliche biologische Materie im Umkreis zu unterdrücken. Das erklärt, warum hier nichts wächst und warum die Behörde den Bereich verließ. Längere Bestrahlung hätte bestimmt neurale Prozesse beeinträchtigt. Warte. Kam das Feld, als ich den Nagel gesäubert habe? Daran dachte ich auch, aber die Werte des Nagels sind anders als an gesäuberten Kontrollpunkten. Ich denke, das Feld erzeugt der Nagel selbst. Tatsächlich glaube ich, dass es passiv Korruption durch das Zischen verhindern würde, wie die HAV. Und ich frage mich, was passiert ist, als du den Nagel gesäubert hast. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hat der Rat den Nagel durch das Zischen korrumpieren lassen? Sollte ich ihn säubern? Wenn ja, warum? Was weißt du über Direktor Northmore? Also er war Direktor Trenchs Vorgänger und Northmore ist bekannt als der erste vom Rat ernannte Direktor. Bevor wir das älteste Haus fanden, wurden Direktoren von Komitees aus alten Männern im Anzug gewählt, die Cognac tranken und Zigarren rauchten. Banale Standardmethoden eben. Ich denke, das richtige Wort wäre bürokratisch. Oder antiquiert. Egal, Northmore musste letztendlich... Naja, das müssen wir nicht vertiefen. Seltsamerweise verließen die einzigen beiden vom Rat ernannten Direktoren die Position unter ungewöhnlichen Umständen. Wie setzt der Rat wohl seine Direktoren zur Ruhe? Er wird ihnen wohl kaum eine goldene Uhr schenken. Sorry, Jesse, ich wollte damit nicht sagen, dass... Keine Sorge. Wenn jemand vor die Tür gesetzt wird, dann der Rat. Was weißt du über ein Wesen namens Gestalter? Habe ich noch nie gehört. Hast du mehr Details dazu? Also, stell dir einen einäugigen Käfer vor. Er war wohl Teil des Rats, doch dann passierte etwas und jetzt ist er getrennt? Interessant. Weißt du, ich habe mich schon gefragt, ob der Rat ein Wesen, eine Gruppe oder ein Konglomerat bewusster Subjekte ist. Das stützt die Gruppentheorie, obwohl es sich um eine Art körperliches Exil handeln könnte.
noch zu viele unbekannte Faktoren für eine Hypothese. Aber ich kann das bei zukünftigen Astraltauchgängen priorisieren. Das Glück ist mit den Vorbereiteten. Ja, bitte. Ich sehe mich weiter um. Ich wünschte, ich könnte mit, aber mir fehlen noch 30 Trainingsstunden für aktive Einsätze. Wir werden dran arbeiten. Ich glaube, du hast mittlerweile genug hier erledigt. Ja, also, das war's. Wie gesagt, der hat mir jetzt etwas besser gefallen. Hier gab's dann noch ein bisschen mehr Zwischensequenzen. Es ist zwar ganz cool zu sehen, dass Alan Wake hier noch mit in die Story reingearbeitet wurde. Und die beiden Universen halt dann tatsächlich miteinander, also im gleichen Universum das Ganze spielt. Mag ich immer ganz gern so Crossover-Geschichten. Aber wie gesagt, hier war dann doch nochmal ein bisschen mehr Zwischensequenzen, ein bisschen mehr Story drin. Fand ich tatsächlich dann deutlich, deutlich cooler. Aber gut, dann soll es jetzt tatsächlich gewesen sein mit Control. Es gibt noch ein paar Nebenmissionen, aber die habe ich jetzt auch nicht mehr vor, großartig noch anzugehen. Von daher, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut, Dankeschön und ciao, ciao. Euer Peacemaker.